Ja, was die sind alles Jesus Pipeten, und ja, die. Mech. Man muss sich jetzt mal den Text mal anhören. Nicht gegen dich jetzt, habe ich so, aber wie man sich anhört. Mechs fallen aus Kisten. So riesengroße Mechs aus kleinen Kisten. Ja, vor allem die sind Mega selber noch geil. verpackt. Die sind in so, die sind in so einem kleinen Ei drin, ohne Scheiß, wie so ein Überraschungsei. So sehen Ach die du aus, wenn die Scheiße, da ja. liegen. Oh Mama, Mama, guck mal, ich habe ein Überraschungsei. Wumm! Hagestor, bringst du mir was zum Naschen und zum Spielen und Überraschung? Hier, Alter. kriegst ein Ei. Warte, ich guck mal. So ein Scheiße. Öffne Oh doch einfach die Mann. scheiß Internetseite von Scarlet Blade, Alter. Mehr will ich doch gar nicht. Oder Scheiße, Internetseite von du bist Scarlet. da kopflos. Bleibst du stehen, ich will den Screen machen. Bleib einfach so stehen. Meinst du mich? Ja, ich war jetzt ein Bild vom kopflosen Nick. Ohne Scheiß, du hast gerade keinen Kopf. So cool. Ist das geil. Also ich würde jetzt sogar sagen, warum tun sie ja nicht mal sowas reinmachen, dass man durch Voiden auch AP-Punkte bekommt. Durch was? Durch Voiden. Das wäre auch geil, stimmt. Also durch Wählen. Verstehen? Wenn Durch du zum Boden Beispiel. meinst du? Ja, genau, Boden halt, wie das heißt. Ich Wie kenne es denn? halt nur unter Voiden jetzt. Also. Aber was meinst du denn, was Boden? Ja, also zum Beispiel bei welchem Spiel war das? Bei Silk Road zum Beispiel. Da gibt es ein Vote-System drin, da kannst du pro Tag immer, also alle 24 Stunden einmal voten halt, ne? Und nach jedem Voten kriegst du immer eins oder zwei Punkte halt. Und wenn du eine gewisse Anzahl von Punkten hast, kannst du zum Beispiel ab 99 Punkte ein Pet dir kaufen, was eigentlich nur im Shop mit echtem Geld kaufen kannst. Aber dafür halt, ne, musst du halt dafür 99 Tage halt voten halt, ne? Sag ich mal so. War es besser als nicht. Ja, aber das, wie gesagt, da kannst du jeden Tag, so wie zum Beispiel die Lootbox halt, ne, hier bei Scarlet Nee, Blade. ich bin rausgeflogen. Bist noch bei Na, mir? geht klar. Nein, bin ich nicht. Ich bin rausgeflogen. Ah, okay. Aber du stehst noch hier. Ich kann nicht Ja, angehen. das dauert ein paar Sekunden, bis er verschwindet. Ah, okay. Ah, okay. Aber wie gesagt, das Vote-System ist, finde ich, mal gar nicht mal so schlecht für Leute, die kein Geld ausgeben möchten, dafür auch genug Zeit haben, können sie jeden Tag reingehen. So wie die Lootbox halt, ne? Oder Glücksbox, wie die heißt. Hier bei Scarlet Blade. Einfach reingehen und dann jeden Tag mal was rausholen oder so. Oder Punkte halt sammeln. Treue Punkte. So. Richtig. PayPal. Ah, mein Gott, Geheimnis. wie Super schwebt die denn Passwort. auf dem Bike, ey? Ja, sag an. Was zum Teufel? Da schwebt die so ein Stück. Hä? Okay, irgendwas ist falsch. Irgendwas ist ganz falsch an meinem PC. Immer stimmt da nicht. Wieso schwebt dein PC jetzt oder wie? Ja, auf jeden Fall. Ja, Normal. 39er Punisher. Musst du. Warum hat die so einen hässlichen Hast du Helm noch keinen auf? fehlenden PC, Daniel? Nein. Die Leuchte trennen. Meiner ist unter Wasser. Ah, immerhin. Der ist total überflüssig geworden. Ist das für ein Outfit? Verstehe. Verstehe. Oh, nee. Scheiße. Oh Mann, warum muss sie eine Brille anhaben? Gibt's doch gar nicht. Ach, Alter. Wer denn? Die hier. Es gibt so schöne Medic-Gesichter und die nimmt da jetzt mit einer Brille. Ja, okay, ich meine, das Medic-Gesicht mit Brille, da gibt's aber, brauchst du auch die gewissen Haare dazu, dann passt es auch gut. Richtig. Es gibt auch eine gewisse Ich mag Haarstruktur. keine Brillen. Ach so. Trägst du nicht selber eine? Was hat das damit zu tun? Warte mal, das Gespräch hatten wir schon mal. Nee, Ich hatten wir sage es noch mal nicht. so, Frauen mit einer gewissen Art von Brillen, ne? Also nicht solche wie die Prominenten, die so extrem Klubschaugen haben, Oh, Alter, riesengroßen das ist ja Teile. richtig ekelhaft. Das ist ekelhaft. Aber solche kleinen, so wie Sekretärinbrillen oder sowas, kann schon sexy sein dann. Ja, das stimmt wohl. Wenn das Outfit stimmt. Oh, wir auch noch eine Wahl. Ja, was du unter Outfit jetzt verstehst, schon Alter, klar. halt, halt die Fresse! Ja, ich hoffe, du nimmst auf, Daniel. Nee, ich läuft noch alles. Dass mal alle mitkriegen. Oh, was denn, was? Die Aufnahmen laufen noch 9 Was Minuten. wird jetzt schon wieder von mir mit Outfit? Was habe ich jetzt Ja, gesagt? Ja, komm, hör, ich schon will klar, Sekretärin-Outfit, ne? Oh, Alter, was willst du jetzt von mir? Was Ja? hast du jetzt gesagt, Alter? Was Ich weiß genau, was du meinst. Ja, ich aber nicht. Hä? Ich mein ganz normal Outfit. Ja, ganz normales Outfit. Bist du wieder drin im Spiel? Siehst du den Chat? Warte, ich sehe den Chat, ja. Da hier, ne? Ganz normales Outfit, ne? Oh, ja, ich verstehe es noch immer nicht. Das ist klar Deutsch drin, ich bin krank, Alter. Jobs, ich kann klar denken. Das ist mir gerade fehlgeschlagen, oder? Ich kann nicht klar denken, das musst du schon sagen.
damit das YouTube auch hört. So, mit Miniröckchen und so Schuluniform-Ding-Teil da. Ist sexy, was hast du? Sag mir jetzt bloß nicht, du hast keinen Fehler dafür, wenn du eine Freundin hast. Nee, Hages, zu ganz kurz. Ich verstehe nicht, wenn ihr beide auf einmal redet. Minirock und Schuluniform vor dir stehen, Mutter. Minirock also finde ich in Ordnung, aber cool. Das Schuluniform-Zeug mag ich nicht unbedingt. Okay, sag mal so, kennst du bestimmt von den aus Japan oder sag mal Asien Schuluniform. Ja, ja, diese Schuluniform. Findest du das nicht sexy? Nein. Nein? Nein? Nicht? Warum nicht? Weil das zu hochreinig ist. Sag nicht, das ist zu knapp. Nein, zu, wie nennt man das? Etikettemäßig? Ich weiß gerade jetzt nicht, wie man es nennt. Was? Zu streng, sage ich jetzt einfach mal. Ich finde es eher zu softig, finde ich. Eher zu, sagen wir so, nicht softig, sondern eher den Ausdruck vermittelt, dass es ein bisschen so süß und, ja, zart, aber verletzlich, sage ich mal so. Eher unschuldig. Ich finde, es hängt unschuldig, sehr genau, unschuldig eher so ein bisschen aussieht. Ich denke, es hängt zu sehr an der Etikette, an Vorschriften und sowas. Ja, das steht, ja, das... Ja, okay, wenn man jetzt die englische Schulen anschauen, du, dann könnte ich das ja verstehen. Also die richtige mit Schuluniform, so richtig extrem, so richtig hochnäsige Schuluniform. Ja, aber ansonsten nicht. Aha, mein Spiel ist hängt. Ah, nee, doch nicht. Okay. Ah, Victory in Tomb Raid Battle, das kann ich eigentlich ausblenden, das schaffen wir eh nie. Ohne Witz, das schaffen wir nicht. Wir haben die falsche Fraktion, auf dem deutschen Server wäre es anders, aber hier. Sollen wir jetzt annehmen oder nicht? Keine Ahnung. Hä? Was annehmen? Ich hab hier irgendwas. This effect is hairy band updated use reset do not. Hm? Was? Lower level buffs, why not override high care level buffs already are in effect. Achso, du hast wahrscheinlich so ein... Willst du gerade eine Pulle benutzen? Ich hab gar nichts benutzt. Achso, hä? Dann weiß ich. Dann mach ich genau. So. Scheiße, ich glaube, mein Spiel ist auch abgespielt. Ich wollte gerade die Grafik wieder hochschrauben. Nein, ich glaube, ich bin rausgeflogen. Endlich mal. Nicht mal ich. Nicht immer ich. Oh ja, jetzt ist es tatsächlich abgestürzt. Und da steht er noch. Und langsam verschwindet er. Und das sieht mal zu geil aus. Steht er? Weg. Ja, jetzt wird man sich einfach auflösen. Ja, ich gehe da mal weg. Wusch. Hä? Weg. Pet Data Chip. Weiß irgendeiner von euch rein zufällig die Adresse von Eridia Games und so? Weil ich habe die eigentlich gespeichert, aber sie ist nicht mehr drauf. Das macht doch Google an! Area.com. Okay, mal gucken, ob ich das hinkriege. Oder geht's einfach Google Area, gibst da ein und kommt das automatisch eigentlich. Area Games. So. Etc. etc. Nein, das ist falsch. Nein, geh weg. Das ist falsch. Das ist falsch. Falsch, so. Da war der Verlauf an. Aber schau dir mal Raiders an, wenn du in der Lust hast, das zu spielen, würde ich das gerne auch mal wieder nochmal machen. Wir haben ja gemacht, ich habe ja mal angefangen, Raiders mit 7 Leuten waren wir, glaube ich. 6 oder 7 Leute. Okay. Haben wir angefangen. Wir haben eine Folge gemacht. Eine einzige Folge. Das ist ja, Alter, das ist ja unglaublich. Das ist ja heftig. Ja, Daniel, nur da musst du dann die Führung übernehmen. Von dem Spiel habe ich keine Ahnung, ne? Das ist ja kein Problem, weil das habe ich sehr lange gespielt. Ja, das ist da, also ich spiele nicht MMO. Ich habe auch bis Level fast 30 oder so, nur ich habe trotzdem keine Ahnung. Sei doch mal ruhig, ich will reden. Nein. Also von MMORPGs, da kannst du mir vorschlagen, was du willst. Aber wenn du mit Shootern kommst, dann sag ich gleich nein. Was mit? Wenn du mit PC-Shootern kommst, sag ich direkt nein. Nein, ich spiele auch keine PC-Shooter, weil... PC-Shooter, ich hab's vorhin schon gesagt. Also okay, ich sag es mal, gestern Arma, auch von, ich hab's verkackt. Anführungszeichen, Arma ist ja noch im machbaren Bereich. Arma? Ist ja nicht so ein extrem hektischer Shooter. Ja, das stimmt, aber was ich jetzt meine, ist so wie Planet Side. Ja, okay, oder Quake oder sonstiges ist, halt so. Das ist nicht meins. Also ich hab gestern geschrieben, dass ich aufnehme, aber irgendwie sind die Dateien verschwunden, ich weiß nicht warum. Scheiß Aufnahmeprogramm, Alter, ich will das kotzen. Muss ich nochmal irgendwie hinkriegen, auf jeden Fall. Alter, total verkackt, total versagt. Total versagt. Wie gesagt, also Dings Shooter mache ich ja auch nicht auf dem Laptop. Wie gesagt, Shooter spiele ich echt nur auf der PS3. Ist das Luxus-Items? Dürfte eigentlich Luxus-Items sein, oder? Was?
Ja, die ganzen Anzüge. Arcana Secret Tissu. Wo haben wir es denn? Ist das tradebar oder ist das jetzt nicht tradebar? Ich will einfach, ob das jetzt tradebar ist. Ja, ich bin gerade im Menü. Also ich bin gerade auf dem, okay. Ich bin gerade auf dem Bildschirm. War genau auf der Seite von Starplay. So, was ist eigentlich mit deinem Senti hier geworden, den du machen wolltest? Ja, der ist gerade Level 17. Ja, meine Suela auch noch auf Level 17. Sehr schön. Sortiment, was? Maximal ist LP, das ist ja schraumhaft, aber ich will ihn nicht haben. Aber eigentlich könnte ich tatsächlich, also was ich eigentlich, kann man hier eigentlich auch Dinge verschenken, also vom Shop aus selber verschenken. Hagestor, weißt du das? Du kannst eigentlich im Grunde über Trade und dann den Spiel das direkt so geben. Ja, aber nein, das geht ja nicht, weil ich kann kein Fetch Starter-Chip verschenken. Sonst würde ich da einen geben und dann hat er das Problem nicht mit dem Aufnehmen. Weil dann hast du nämlich, ja, dann hat dein Pet nämlich so eine Fähigkeit, die, was auf meinem Pet auch momentan hat, dass das automatisch einsammelt. Ich weiß. Was ziemlich verdammt positiv ist, aber das ist doof, dass ich das nicht verschenken kann. Sonst hätte ich das dir ja gegeben. Ich kann trotzdem gerade. Ich kann mein Pet nicht rufen, weil ich unter 20% habe. Steht an der Anzeige. Unter 20%. Ich habe genau 20%. Oh mein Gott. So, wo kann man eigentlich bei der, wie hieß die da? Sherry eigentlich auch Pet-Zeug kaufen oder so? Nein, das kannst du eigentlich nur bei. Das kannst du eigentlich gar nicht kaufen, ne? Das musst du jetzt. Also eigentlich müssten wir ins Level 1er Gebiet gehen, weil da droppen die Viecher das mich auch. Dann können wir einfach. Was droppen die? Base Pet Energy, die Level 1er Viecher. Die droppen das ja auch. Die droppen uns gar nichts mehr. Warum nicht? Die Viecher. Wir kriegen nur EP und Sachen von Viechern, die maximal 9 Level unter uns sind. Das heißt, wir gehen in ein 15er geben uns nichts mehr, nur die 16er und aufwärts. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu Level 16er, aber die killen wir ja schnell und dann sammeln wir ein paar Base Energy Drinks. Oder ja, wofür? Für Daniel? Oder besser gesagt, warum so viel Zeug sammeln? Dann, weil da jetzt Pet tot ist? Tot, ja. Ja, wie soll ich sonst nennen? Wenn kein Benzin mehr hat, kommt er hin, oder? Ja, aber das können wir doch auch hier farmen. Ja, stimmt, eigentlich schon, ne? Dann könnten wir auch eigentlich Instant Level gehen, ja. Würde ich sagen, wohin denn? Ich habe 77%. Ich kann schon wieder zu Janus battle. Machen wir oder nicht? Ja. Okay. Bist du Hagus eigentlich schon drin? Ja, bin ich. Ich habe mich auch schon angemeldet. Okay. Mal gucken. Ich habe gerade 77% EP. Ist ja traumhaft. Doch, hier kannst du Base Energy Drink kaufen, aber für... Irgendwie, das kostet auch 20 Silber, 1 und 200 Punkte. Schon teuer. Aber ist die einzige Möglichkeit, Base Energy Drinks zu kaufen, wirklich. Wo? Yeah, weil, jetzt sehe ich mal voll ausgerüstet, Tank. Ich habe jetzt nichts verstanden, tut mir leid. Ja, wo bist du? Du warst eben gerade bei mir. Wo bist du hin? Okay. Du warst eben noch gerade, genau. Ja, hier bei dem und dann unter Point. Da kannst du nämlich auch die Pet Energy Drinks Level 20er kaufen, die füllen, glaube ich, ein Stück mehr als die anderen, aber kosten halt auch dafür Punkte, also Battle-Punkte. Achso, das ist da, okay. Richtig. Hab ich nämlich gemacht und die sind halt, glaube ich, ein Stück besser als die anderen, glaube ich. Na komm. Ups. Hey, wir sind dabei. Kling, kling. Ando, die ganze Folge über nur geredet. Ja. Schlimm. Ja, und selbst das ist auch mal interessant zu wissen, wie Leute sich unterhalten. Ah, meine Nase. Oh. Krank. Ist die am Laufen, Alter. Ja, toll, wie soll ich denn die Pets verabreichen, wenn die nicht mehr online sind? Auf Z drücken und dann auf Füttern. Feed. Heißt's hier. Du kannst das auch unten in die Leiste rein tun. Dann würdest du das auch. Echt? In die Leiste ziehen und dann auf und dann einfach auf das Pad vor dem Ach, ich dachte, du weißt alles, ohne Witz. Ja, ich versuch sowas nicht. Ich drück immer auf Inventar und dann mit Rechtsklick drauf oder auf Z und dann auf Füttern. Hm. Ja, und das verballert dir Zeit. Deswegen ist wahrscheinlich auch der komische Knopf, und zwar der jetzt bei mir V ist ja bei mir jetzt Cybercluster, da kannst du theoretisch auch
ja. Petfutter reinpacken, was auch ziemlich positiv ist. Was heißt, verballerst du Zeit? Ich meine, ich setze mich hin, um mich zu regenerieren, das dauert ungefähr eine Minute bei mir, also. Ja, aber wenn du im Battle bist, dann sitzt du in der Basis rum, beispielsweise, jetzt im Battle sitzt du in der Basis rum und kannst keinen Kill machen und sammelst auch nichts ein. So, einen Augenblick, einen Augenblick.